Mein Name ist Detlef Heyer, bin Einsatzleiter hier vor Ort, bin auch Leiter der Feuerwehr Gummersbach. Wir sind um 17.09 Uhr zu dem Brand nach Derschlag in die Klosterstraße alarmiert worden. Brand in einem Industriebetrieb, die Lampen herstellen und vertreiben. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es hinter dem Verwaltungsgebäude in einer Lagerhalle mit Verpackungsmaterialien. Das Feuer hatte sich schon so weit ausgebreitet, dass die Dachhaut durchgebrannt war. Das Feuer breitete sich so rasch aus, dass wir Kräfte aus den umliegenden Gemeinden, aus Wiel und Bergneustadt und Gummersbach, sehr viele Einheiten alarmieren mussten und wurden dann mit massivem Wassereinsatz, sind wir gerade auch noch dabei, wurde dem Brand zur Leibe gedrückt. Aber das Feuer konnte im Moment noch nicht unter Kontrolle gebracht werden, weil die Bauweise des Gebäudes im Moment keine effektiven Löschmaßnahmen zulassen. Im Moment sind ca. 200 Kräfte im Einsatz. Wir haben also Messeinheiten unterwegs. Wir haben also eine Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird gerade gewarnt, um Türen und Fenster zu schließen. Gemessen wurde im Moment gar nichts, also unterhalb des Schwellenwertes. Es wurde also, man kann was riechen, aber Gefahrstoffe konnten im Moment noch nicht nachgewiesen werden. Das Löschwasser, wir pumpen zurzeit zwischen 15.000 und 20.000 Liter in der Minute in den Brand und versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wir haben also zurzeit auch noch 3 Drehleitern im Einsatz und wir haben also den ganzen Oberbergischen Kreis alle Drehleitern alarmiert, damit wir also den Grundschutz für das restliche Oberbergischen Kreis sicherstellen können. Herr Hagt, Oberkreisdirektor, ist auch hier und unterstützt uns bei den Maßnahmen. Ja, viele Einheiten der Oberbergischen Feuerwehren sind im Einsatz. Der Einsatzleiter hat es gesagt, das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Aber ich denke, wichtig ist zunächst, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Da hat die Feuerwehr ihren Teil getan. Die Rauchentwicklung ist stark, aber dennoch bestehen im Moment keine Gründe, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Werte sind unterhalb der Nachweisgrenze. Wir werden auch die Gewässer entsprechend überprüfen, ob durch Löschwassereintrag hier Gefährdungen bestehen. Und ich denke, dass wir gemeinsam es schaffen, dieses Feuer dann auch so unter Kontrolle zu bekommen, dass weiter keine Schädigungen entstehen. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wo es herkommt, was passiert sein könnte? Das können wir im Moment noch nicht sagen. Zunächst steht der Löscheinsatz im Vordergrund. Ist klar. Spekulation auch nicht? Auch keine Spekulation. Ja.